Ja, servus Leute und schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge Chroniken von Sindelfingern. Ich habe in der letzten Folge beim Angeln hier noch drüben so eine kleine Höhle gefunden. Was heißt Höhle? Sieht jetzt bis jetzt eher aus wie ein kleiner Tunnel oder sowas an der Erdoberfläche, aber keine richtige Höhle. Wir werden jetzt mal reinlunkern und gucken. Achso, zwei Truppenfische haben wir auch noch bekommen. Cool. Reinlunkern, was hier drin ist und eventuell noch was rausholen. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle, die nehmen wir mit. Da ist auch noch Kohle, sehr schön. Wir gleich alles mitnehmen. Deswegen bin ich hier jetzt auch noch mal rein. Ich habe den Server immer noch nicht neu gestartet, muss ich gleich auf jeden Fall mal machen. Aber mir geht das langsam auf den Geist hier, dass die Blöcke immer wieder erscheinen. Irgendwas stimmt da nicht. Sonst hatte ich nie Probleme, jetzt hier gerade heftig. Mit einer Fackel kann ich keine Kohle abbauen, das funktioniert nicht. Also relativ viel Kohle ist hier vorhanden, das ist gut schon mal. Ist gut, dass hier so viel Kohle ist. Mega geil. Kohle. Ich bin reich an Kohle, Leute. Wahnsinn, das ist noch mehr. Da ist noch mehr Kohle. Das hört ja gar nicht mehr auf hier mit Kohle. Und Inventar ist voll. Super. Ja. Wie machen wir das am besten? Am besten, wir gehen hin. Wir haben noch niemals Holz dabei. Wir haben noch niemals Holz dabei. Wir machen Folgendes. Nein, das geht auch nicht. Bau eine Werkbank. Das müsste funktionieren. Ich baue eine Werkbank. Dann können wir nämlich hier hingehen und die Kohle zum Kohleblock machen. Dann müssten wir das eigentlich wieder rauskriegen. Genau. Da haben wir nämlich Platz gespart. Da haben wir nämlich wesentlich Platz gespart. Sehr schön. So, was haben wir noch hier? Was können wir noch hier verhauen? Ein Leder, einen Faden, viel verrottetes Fleisch. Will ich jetzt auch unbedingt irgendwas wegschmeißen. Das ist. Wir haben aber wie gesagt kein Holz dabei. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwie an Holz kommen. Und es ist Nacht. Wir schlafen mal lieber. Wir schlafen mal lieber. So. Dann gehen wir mal hier hinten lunkern. Okay, das scheint eine richtige Höhle zu sein. Hier geht es tief runter. Da müssen wir nochmal genauer nachschauen, wenn wir hier am besten Zeug haben. Kommt von da, dann können wir nochmal nach da. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden an
Kerzen oder so, sieht aber nicht so aus. Nee. Da müssen wir aber nochmal hier runter, um da hinten das zu erkunden. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zur Base und, beziehungsweise was heißt Base, in die Stadt Sindelfingen, in unsere Stadt. Die Bürger erwarten uns wahrscheinlich mit hoher Hochachtung, weil wir so lange auswärts der Stadt sind. Und ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir das Inventar leer machen, weil so bringt das gar nichts, wenn wir voll sind. So. Ich hoffe, wir laufen hier gerade auch richtig, weil sonst habe ich ein Problem, weil sonst laufe ich nämlich nicht richtig. Müsste aber dort sein. Wir müssten dort richtig sein. Schauen wir mal. Da oben ist auch noch Kohle. Wahnsinn. Kohle, 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 Kohle. Und wie man sieht, ich habe mich wieder verlaufen. Ich habe mich wieder verlaufen, Leute. So, wir müssen einmal hier lang. Diese blöden Blätter immer. So, einmal was futtern. Wir müssten ja eigentlich relativ richtig liegen. Da vorne müsste irgendwo unser Dorf sein. Genau, ist es auch. Sehr schön. Wahnsinn. Wir müssten aber am besten, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, nochmal, müssten wir erstmal gucken, dass wir hier aufräumen. Weil sonst haben wir ein Durcheinander ohne Ende. Und finden dann gar nichts mehr wieder. Weil momentan ist das der Fall, dass ich nicht mehr weiß, wo wir was haben. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Kohleblock. Ich nehme mal wieder mit raus. Wir futtern nochmal was. Gucken wir nach dem Zuckerrohr, wie das gewachsen ist. Hier können wir was absammeln. Ich würde gerne eine automatische Zuckerrohrfarm bauen, aber dafür fehlt uns Redstone. Das müssen wir noch kriegen. So, ist der Settingsmann da? Ja, ist da. Sehr schön. Können wir den Smaragd tauschen? Sehr schön. Haben wir noch viel Papier über. Ist nicht mehr ganz so viel. Mhm. Weizen nochmal. Kartoffeln nochmal hier anpflanzen. Achso, ja. Bratkartoffeln, also gegrillte Ofenkartoffeln gehen natürlich nicht anpflanzen. Mhm, funktioniert nicht. Da kriegen die nicht hin.
So. Weizen, Leute, wie viel Weizen haben wir? Wir brauchen 20 Weizen für Dings, für den Bauer. Wie viel Weizen hätten wir noch da? Seetang könnten wir noch machen, Kürbis könnten wir noch anpflanzen, haben wir Nummer 6 Weizen, sind 11 Weizen. Hier ist nochmal verrottetes Fleisch, nehme ich mit. Ganz klar, ohne Frage. Hier nehmen wir 4 Weizen, das sind dann 15 Weizen. Und hätten wir da andere Weizen? Nein, haben wir nicht. Okay. Das ist natürlich relativ wenig an Weizen. Das ist heftig. Wir bräuchten um einiges mehr. Ich bin mal gespannt, was er uns als nächstes Tauschgeschäft anschließt, vorschlägt, aufschlägt, beischlägt. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und ich bin mal echt gespannt, Leute. Auch der Papyrus-Heini. Der da. Der Kerl hier. Olaf heißt er. Olaf. Hallo, Olaf. Der wird wahrscheinlich auch uns tolle Angebote vorschlagen, aber ich bin gespannt, was. Und ja. Ansonsten sieht es relativ gut aus. Hier ist nochmal Zuckerrohr fertig. Wir müssen natürlich gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ich würde als nächstes hier gucken, dass wir die Dorfbewohner nochmal vermehren. Heißt, ein größtes Haus bauen. Ja, ihr kriegt mehr Arbeit. Eisengolem. Eisengolem. Ihr kriegt mehr Arbeit. Vielleicht kriegen wir dann sogar 5 oder 6 Eisengolems. Ah. Kriegst du schon große Augen, was? Ich würde als erstes hier eventuell das Haus hier umbauen. Das Haus hier umbauen ist mir ein bisschen zu klein. Das wird nicht hinhauen mit dem Haus hier. Deswegen fällen wir mal die Eiche hier hinter. Und werden mal gucken, dass wir hier vielleicht die Eiche noch fällen. Die ist im Weg. Und die Eiche noch fällen. Da haben wir ein bisschen Platz zum Bauen. Müssen natürlich den Weg hier ausrichten. Das ist auch klar. Den Weg hier will ich ja auf jeden Fall in Ordnung kriegen. Aber das sollte arbeitstechnisch kein Problem werden. Wie ist arbeitstechnisch? Ich weiß auch nicht. Fällt mir gerade nur so ein. Wir werden mal den Respawn-Punkt hier setzen. Damit wir das nicht vergessen. Haben wir eine Schaufel dabei? Haben wir auch nicht dabei. Was habe ich überhaupt da? Wahrscheinlich gar nichts. Schaufel, 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 Schaufel. Haben wir keine Schaufel da? Doch, da. Da oben haben wir Schaufel. Cool. Wir haben eine Schaufel. Wir sind reich, Leute. Wir haben eine Schaufel. Sind hier Setzlinge runtergekommen? Nein, hier sind keine Setzlinge runtergekommen. Aber da noch einer. Eisengolem, du stößt. Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Danke sehr. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier den Weg noch dran. Nee, nicht so, sondern so. Weg damit. Dann machen wir hier den Weg weiter. Zack. Da unten liegt ein Ei. Oh wei, oh wei. So. Haben wir die Böden setzen, dann werden wir hier noch die Stufen setzen und den Graben weiterführen, weil das sieht dann relativ geil aus. Und dann werden wir bis zum Rand des Grabens werden wir das Haus vergrößern. Wird zwar nicht viel Platz bringen, aber nach hinten noch ein bisschen, das wird schon, ja, wird schon ein bisschen größer auf jeden Fall. Ganz abreißen will ich es nicht, das ist klar, aber ich will es zumindest größer bauen. Damit ihr vielleicht anstatt ein Bett auch mal zwei Betten reinpassen. So, gut. Genug gelabert. Gekochter Fisch haben wir noch hier. Sehr schön. Gebratener Kabeljau.
Wow. Sieger. So, neue Stufen. Dann werden wir einmal schlafen gehen. Der Papyrus liegt hier. Ne, das ist ein anderer. Gut. Die Folge ist aber vorbei, Leute. Ich würde sagen, wir bauen in der nächsten Folge weiter. Hier aus. Und dann sage ich auch mal, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge hier in Sindelfingen. Bis dahin. Servus und tschüss.